Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Saal und zu Hause im Livestream. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion sichere Nahrungsmittel mit weniger Pestiziden, wie schützen wir künftig unsere Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten begrüßen. Auch im Namen von Herrn Heckel, der heute Abend verhindert ist und Sie herzlich grüßen lässt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Deutschen Museums mit ACATECH, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Katholischen Akademie. Die Kooperation haben wir im letzten Jahr mit einer Veranstaltung zur Welternährung begonnen und setzen sie in diesem Jahr fort. Heuer findet sie im Rahmen des Flower Power Festivals München statt. Mein Name ist Sabine Gerber und ich habe die Ausstellung Landwirtschaft und Ernährung hier im Haus kuratiert, die der inhaltliche Anknüpfungspunkt der Kooperation ist. Wie diejenigen unter Ihnen, die eben mit mir durch die Ausstellung gegangen sind, schon wissen, beginnt die Ausstellung damit, dass sie aufzeigt, welche Anforderungen heute an die Landwirtschaft gestellt werden. Das ist zum einen die Sicherung der Welternährung, das heißt die Produktion ausreichender Mengen an gesunden Nahrungsmitteln im Jahr 2050 mehr als das anderthalbfache von heute. Und das bei wachsender Weltbevölkerung, gleichbleibender Anbaufläche und dem Klimawandel, der alles deutlich komplizierter macht. Zum Zweiten soll Landwirtschaft unter Beachtung der Nachhaltigkeit betrieben werden. Das heißt, sie muss höhere Erträge liefern, gleichzeitig aber die Umwelt möglichst wenig belasten und daher möglichst wenig Pestizide einsetzen und natürlich auch dem Tierschutz und das Tierwohl beachten. Und zum Dritten sollen die Landwirtinnen und Landwirte auch noch ein angemessenes Einkommen erwirtschaften können. Wie kann sowas funktionieren? Das ist nicht nur das Thema der Ausstellung, sondern auch das Thema, dem wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Wie die Ausstellung es für die Landwirtschaft im Allgemeinen tut, werden Herr Schäfer, Herr Hückelhofen und Frau Klatt auf dem Podium versuchen, Lösungsansätze für den Pflanzenbau der Zukunft aufzuzeigen. Naturwissenschaftlich, das heißt vor allem pflanzenzüchterische und solche, die den Anbau betreffen, sowie technische, aber auch soziale, strukturelle, gesetzgeberische und politische, wie zum Beispiel die Regulierung von Pflanzenschutzmitteln oder neue Vergaberichtlinien für EU-Agrarsubventionen. Und dann werden wir gemeinsam mit Ihnen die Vorzüge, Nachteile und gesellschaftliche Konsequenzen dieser Ansätze diskutieren. Weiter will ich zum Programm der Podiumsdiskussion nichts mehr sagen, denn durch den heutigen Abend wird uns, wie im letzten Jahr auch, Professor Bernhard Bleier führen, der den Lehrstuhl für theologische Ethik an der Uni Passau innehat. Herr Bleier, darf ich das Mikrofon an Sie weiterreichen? Einen schönen guten Abend Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Auditorium des Deutschen Museums in München und am Livestream im Netz. Ja, mein Name ist Bernhard Bleier von der Universität Passau und ich darf Sie als Mitglied des Bildungsausschusses, eines der Kooperationspartner, nämlich der Katholischen Akademie in Bayern, durch diesen Abend führen. Das Thema von ACATECH am Dienstag heute lautet sichere Nahrungsversorgung mit weniger Pestiziden. Wie schützen wir künftig unsere Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten? Dr. Bernhard Schäfer vom Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit des Julius-Kühn-Instituts in Quedlinburg wird den Auftakt übernehmen. Danach werden Professor Ralf Hückelhofen vom Lehrstuhl für Phytopathologie der Technischen Universität München und Dr. Anja Klatt, Senior Manager Public and Government Affairs von BASF, ihre Perspektiven aus Forschung und Industrie erläutern. Der Ablauf wird folgendermaßen sein: Nach dem Auftakt des Impulsvortrags wird es zwei Kommentierungen geben hier vorne. Danach wird sich eine Podiumsrunde anschließen und im dritten Schritt wird die Fragerunde für Fragen aus dem Plenum in Präsenz und auch aus dem Netz geöffnet werden. Zum Thema. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat vor gut einem Jahr auf ihrer 67. Sitzung eine Resolution verabschiedet, die festhält, Zitat, in der Erkenntnis, dass die Pflanzengesundheit der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft ist, um die wachsende Weltbevölkerung bis 2050 zu ernähren und dass die Erhaltung der Pflanzengesundheit die Umwelt,
die Wälder und die biologische Vielfalt vor Pflanzenschädlingen schützt, die Auswirkungen des Klimawandels bekämpft und ein Schlüsselfaktor in Strategien zur Beseitigung von Hunger und ländlicher Armut ist. Zitat Ende. Und dann heißt es noch, deshalb wird der 12. Mai zum Internationalen Tag der Pflanzengesundheit ausgerufen. Die aktuelle Studienlage weist darauf hin, dass bis zu 40% der jährlichen Ernte von Pflanzenschädlingen und Krankheiten zerstört werden. Die stetige Zunahme des internationalen Reise- und Handelsverkehrs führt zu einer beschleunigten Verbreitung. Der Klimawandel erweitert Lebensräume und begünstigt die Ausbreitung auch von Schadorganismen, sodass Kulturpflanzen in Mitteleuropa vor neuen Bedrohungen stehen. Am heutigen Abend werden verschiedene Perspektiven sich um Antworten auf diese Frage, die Sie im Titel lesen, wie schützen wir künftig unsere Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten, sich bemühen. Wir beginnen nun mit den Impulsen. Herr Dr. Bernhard Schäfer, Sie haben am Institut für Phytopathologie der Universität Göttingen promoviert, arbeiteten dann als Berater für Pflanzenschutz und Pflanzenbau an der Landwirtschaftskammer Hannover und waren schließlich als Professor für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der Fachhochschule Südwestfalen tätig. Seit 2019 sind Sie Direktor am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, und leiten das Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit. Herr Dr. Schäfer, wir bitten Sie um Ihren Impuls. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bleier. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, in Person und am Bildschirm. Ich darf ganz herzlich danke für die Einladung hierhin sagen, und es ist wenig Zeit, deswegen möchte ich auch direkt starten. Der Titel meines Vortrags ist eingeblendet. Und die erste Frage an Sie ist, welche Voraussetzungen muss man eigentlich haben, um amerikanischer Präsident zu werden? Es soll Leute geben, die sagen, seit der vorletzten Wahl ist die Messlatte da nicht mehr besonders hochgelegt, aber da halte ich mich zurück. Eins ist ganz klar, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man in den USA geboren ist. Und der aktuelle Präsident Joe Biden, das wissen Sie alle, hat ja gerade eine Reise gemacht in die Heimat seiner Vorfahren. Er stammt aus Irland. Und hier habe ich meine Karte mitgebracht, wo seine Familienstämme her sind. Und es gibt einen guten Grund, warum er oder seine Vorfahren dann eben in die USA ausgewandert sind. Wir haben in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen drastischen Bevölkerungsrückgang in Irland erlebt. Das können Sie hier an der jetzt eingeblendeten Karte sehen. Die dunkelroten Bereiche sind die, wo mehr als 30% der Bevölkerung sich verabschiedet haben. Und die Ursache dafür, die möchte ich Ihnen jetzt auf dem nächsten Bild näher bringen. Da ist jetzt eins übersprungen. Muss ich nochmal gucken, da fehlt eine Folie. Okay. Ja, die Ursache davon ist, dass es eine Krankheit gegeben hat, die 1845 erstmalig in Europa auftrat, 1842 in den USA aufgetreten ist und nach Europa eingeschleppt wurde. Und in Irland war es so, dass ein Großteil der irischen Bevölkerung Landwirte waren, die von Kartoffeln lebten, Kartoffel als Grundnahrungsmittel. Und diese Krankheit, die Kraut- und Knollenfäule, die Sie möglicherweise als Braunfäule auch kennen oder wissenschaftlich als Phytophthora infestans kennen, hat dafür gesorgt, dass eben diese Wanderungsbewegungen eingesetzt haben. Mehr als 1 Million Iren sind in der Zeit am Hungertod gestorben und 1,5 Millionen Iren haben seinerzeit dann Irland verlassen und darunter eben auch die Vorfahren von Joe Biden, sodass man sagen kann, dass Phytophthora infestans, die Kraut- und Knollenfäule, dafür gesorgt hat, dass Joe Biden heute Präsident ist. Ich gehe nochmal zurück auf die langwierigen Auswirkungen, die hier aufgetreten sind. Sie sehen hier die Bevölkerungsentwicklung in Irland und in Europa.
Und man kann sagen, dass die Auswirkungen aus dem 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit eine Wirkung zeigen. Das heißt also, das Bevölkerungsmaximum, was wir Mitte des 19. Jahrhunderts haben, hat Irland bis in die heutige Zeit nicht wieder aufgeholt. Ja, jetzt kann man die Frage stellen, was hat das denn mit uns zu tun? Was geht das heute noch nicht uns noch an? Was ist das nicht alles Schnee von gestern? Nein, ganz deutlich, Kraut- und Knollenfäule ist bis heute eine der wichtigsten Kartoffelkrankheiten. Ich habe hier ein paar Bilder mal mitgebracht. Sie sehen hier eine verfaulte Knolle, die will keiner im Kochtopf haben. Für die Bekämpfung dieser Krankheit werden heute noch erhebliche Aufwendungen aufgetätigt. Das heißt, hier wird Pflanzenschutz betrieben mit Fungiziden und das auch im Ökolandbau, um es so deutlich zu sagen. Das heißt, eine Krankheit, die uns bis heute sehr viele Probleme bereitet. Und diese Probleme hätten wir nicht, wenn dieser Erreger seinerzeit nicht bei uns eingeschleppt worden wäre. Die Krankheit schädigt übrigens nicht nur Kartoffeln, sondern auch Tomaten und die anderen Nachtschattengewächse, eine ganze Reihe, die in dieser Familie zu Hause sind. Ja, Pflanzengesundheit ist genannt worden. Ich möchte an der Stelle kurz sagen, was ist mein Feld, mit dem ich mich hier beschäftige? Ich möchte Sie nicht mit langen Definitionen langweilen, aber hier ist es nochmal dargestellt. Pflanzengesundheit ist die Befallsfreiheit von Pflanzen, die durch Pflanzenquarantäne erzielt wird. Das heißt also im Prinzip der Bereich, der hier eingeblendet ist, so stellen wir sicher, auch im internationalen Bereich ist das der Sprachgebrauch, dass hier eben keine Schädlinge eingeschleppt werden. Das ist das Feld, mit dem ich arbeite und über das ich jetzt in den nächsten Minuten mit Ihnen sprechen möchte. Pflanzengesundheit, Plant Health. Wir haben nicht nur einen internationalen Tag der Pflanzengesundheit, der diese Woche zum zweiten Mal praktiziert wird, sondern wir haben auch 2020 ein internationales Jahr der Pflanzengesundheit gehabt, das von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Und ja, jetzt haben wir diesen Tag, der der Aufhänger ist, warum ich heute hier sprechen darf. Schauen wir kurz ein paar Zahlen an. Es ist schon gesagt worden, Handel und Reiseverkehr haben deutlich zugenommen. Sie sehen hier in dieser Abbildung den deutschen Außenhandel, der hier seit der Einführung des Containerzeitalters stark angewachsen ist. Und die letzten Zahlen, die hier in diesen Abbildungen dargestellt sind, sind aus 2022. Also auch nach Corona hat es hier einen deutlichen Anstieg wieder gegeben. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Aktivität, in der Waren eben häufig mit Containern um die ganze Welt geschifft werden. Auch das andere ist wichtig, dass man hier sieht, was macht der Flugpassagierverkehr in Deutschland und der Welt aus. Hier sind also die Reisenden aus Deutschland in die Welt dargestellt. Sie sehen, dass wir einen deutlichen Einbruch in der Corona-Zeit hatten, dass wir aber im letzten Jahr schon wieder fast an die alten Zahlen herangekommen sind. Und was ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, es reisen nicht nur die Touristen, sondern es gibt hier Mitfahrer, die ich hier mal aufgezeigt habe, die sich unbemerkt einschleichen und von denen wir nicht so genau wissen, was sie bei uns möglicherweise an Schäden anrichten können. Wir wissen aber, dass es sehr viele davon gibt und ich habe Ihnen hier mal ein paar davon mitgebracht. Das können Unionsquarantäne-Schädlinge sein, um es mal so auszudrücken. Das sind solche, von denen wir ausgehen, dass sie besonders massive Schäden innerhalb der EU auslösen könnten, die normalerweise bei uns noch nicht da sind oder allenfalls im geringen Umfang regional auftreten und deren weitere Verbreitung wir auf alle Fälle verhindern wollen. Unionsquarantäne-Schädlinge zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Schäden nicht nur an Ernteerträgen auslösen können, sondern auch an der Umwelt, an den Ökosystemen. Und wir Probleme dadurch bekommen können, dass sich die Umwelt hier verändert. Und diese Schädlinge haben normalerweise in ihren Heimatländern Gegenspieler, die wir hier häufig nicht haben. Wir haben andere Bedingungen, die möglicherweise dann eben zu einer schnelleren Ausbreitung beitragen. Unionsquarantäne-Schädlinge sind solche, die dann eben rechtlichen Regelungen innerhalb der Union unterliegen. Deswegen sind sie hier mit aufgeführt. Ich möchte für alle, die da nicht so mit vertraut sind, einfach mal klar sagen, wir haben im Bereich der Pflanzen eine Reihe von Schadorganismen, die die Pflanzen bedrohen können. Das können Insekten und Milben sein, das können Pilze sein, das können Viren und Viroide sein, das können Bakterien und Phytoplasmen sein.
oder eben auch Fadenwürmer. Im Prinzip alles Organismen, Gruppen, die auch beim Menschen und bei Säugetieren Schäden machen können. Allerdings, deutlich gesagt, wir haben keine, in der Regel keine Überschneidung. Das heißt also, die Schadorganismen, die an Pflanzen rangehen, lösen bei Menschen normalerweise nichts aus und umgekehrt. Das sind eigene Organismengruppen, aber es sind alles dieselben Probleme, die wir haben. Und ich möchte Ihnen nachfolgend noch als Impuls zwei davon vorstellen, die besonders drastische Auswirkungen haben können. Das eine, was ich Ihnen zeigen möchte, ist das sogenannte Feuerbakterium Xylella fasciosa, ein Bakterium, das wir seit einigen Jahren in Europa haben. Und Sie sehen hier Bilder von verschiedenen Pflanzen dargestellt. Die oberen beiden Fotos zeigen Olivenbäume, die an der Stiefelspitze Italiens aufgenommen worden sind. Das heißt, hier sterben durch dieses Bakterium 1000 Jahre alte Pflanzen ab. Sie sehen aber weiter unten noch auch Kirschbäume und rechts im Bild sind Blätter vom Wein abgebildet. Dieses Bakterium hat die unangenehme Eigenschaft, dass es über 300 Wirtspflanzen befallen kann und dann nach einer sehr langen Latenzphase, also einer Phase, wo wir noch keine Symptome sehen, zu erheblichen Schäden führen können. Die Ausbreitungswege hat man in der Vergangenheit sehr gut nachvollziehen können. Das heißt, das Bakterium stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Kontinent und hat dann den Sprung nach Europa, aber auch in andere Regionen der Welt geschafft und löst dort entsprechende Schäden aus. Und auf dem Bild können Sie mal sehen, wo aktuell Ausbrüche von Xylella fasciosa in Europa stattgefunden haben. Sie sehen, dass Italien, Frankreich und Portugal betroffen sind. In den roten Bereichen bemüht man sich darum, diese Krankheit noch auszurotten. Da, wo es grün eingezeichnet ist, da geht man davon aus, dass das nicht mehr möglich ist, dass man nur eine Begrenzung, eine weitere Ausbreitung verhindern wollen. Wenn ich ein paar Jahre zurückgegangen wäre, dann wäre auch ein roter Punkt in Deutschland, denn wir haben diese Krankheit schon einmal in Deutschland gehabt, in der Nähe von Hof in Sachsen hat es einen Ausbruch gegeben, der Gott sei Dank beseitigt werden konnte und zeigt, wie wichtig das ist, dass wir hier vorbeugend aktiv werden. Diese Bilder zeigen nochmal sehr deutlich, welche Schäden an verschiedenen Kulturpflanzen ausgelöst werden. Hier sind einige Verdächtige mit bei, denen man das gar nicht so zutraut. Oleander, Rosmarin als Stichwort mal zu nennen. Das sind Pflanzen, die bei uns sehr begehrt sind, mit denen auch weltweit und innerhalb von Europa intensiver Handel betrieben wird. Und damit geht ein erhebliches Risiko einher. So viel zum Feuerbakterium. Ich komme jetzt noch zu einem anderen Schadorganismus, auch der hat einen Sprung geschafft, allerdings sieht man hier aus einer ganz anderen Region, die Provinz Hubei. Ich weiß nicht, ob jemand die Hauptstadt von Provinz Hubei kennt in China. Wenn ich denen sage, das ist die Stadt Wuhan, assoziieren sie natürlich alle was ganz anderes damit, aber darum geht es jetzt hier nicht, wobei es bemerkenswert ist, auch wenn das vielleicht manche als zynisch aufpassen, dass es hier erstaunliche Parallelen gibt, gerade wenn wir an die Ersteintragungen gehen, erinnern sich vielleicht, dass in der Lombardei, aber auch in New York erhebliche Probleme mit Covid-19 aufgetreten sind und die haben wir mit dem Schadorganismus, den ich Ihnen hier vorstellen will, eben auch gehabt. Und Sie sehen, das ist jetzt was ganz anderes, das ist ein an sich sehr hübscher Käfer, der asiatische Laubholzbockkäfer, der, wenn er sich aber bei uns breit macht, eben an Bäumen erhebliche Schäden auslösen kann und anders als unsere heimischen Bockkäferarten geht er eben auch an gesunde Bäume massiv ran und bringt diese zum Absterben und das ist ein Riesenproblem. Wie kommt er zu uns? Sie sehen hier im Prinzip den wichtigsten Eintragspfad, Verpackungsholz ist das Stichwort. Wenn Sie durch die deutschen Fußgängerzonen gehen, dann sind viele der Fußgängerzonen mit China-Granit ausgelegt. Das heißt, dieser Granit ist irgendwie mal mit Containern zu uns gekommen. Dann ist er so ähnlich verpackt, wie Sie das oben im linken Bild sehen können. Und wenn man Pech hat, dann kann da so eine Larve oder sogar mehrere Larven dieses Bockkäfers drin sein, die sich dann eben dort weiterentwickeln. Klimatisch ist das kein Problem. Und ja, dann kann es eben tatsächlich zu Ausbrüchen kommen. Das Problem ist, dass auch dieser Käfer sehr viele Wirtspflanzen hat, sehr viele Bäume befällt. Und hier ist es nochmal aufgeführt, etwa 80% der Container, die durch die Welt reisen, haben in irgendeiner Weise Verpackungsholz in sich.
Und Bekämpfung, wenn er dann bei uns ist, dann helfen an sich nur noch Baumfällungen. Das ist natürlich etwas, was man nicht gerne hat. Ja, was kann man machen? Eine Sache ist, dass man das Verpackungsholz hitzebehandelt. Das ist hier dargestellt. Wenn Sie einen solchen Stempel sehen, da ist das IPPC, das Internationale Pflanzenschutzabkommen, mit abgebildet und eben ein Symbol für Heat Treatment. Und dann ist das Land noch, in dem Fall sogar das Bundesland, mit angegeben, ein Betrieb, der die Behandlung vorgenommen hat. Das kann also eine Methode sein, um hier weiterzukommen. Aber wenn er sich dann erstmal festgesetzt hat, und ich zeige Ihnen, dass das hier in Deutschland mehrfach passiert ist, vor allen Dingen auch in Bayern, dann helfen wirklich nur rigorose Maßnahmen. Aber ich kann Ihnen auf der anderen Seite die positive Nachricht mitteilen, die Bayern sind mustergültig. Hier ist noch ein roter Punkt, der einen aktuellen Befall aufzeigt. Wir gehen davon aus, ist gar nicht so weit weg von hier, dass wir am Ende dieses Jahres, wenn wir keine neuen Käfer finden, auch dort sagen können, dass dieser Befall getilgt worden ist. In Magdeburg sieht das nicht ganz so positiv aus. Da ist der Käfer inzwischen relativ weit verbreitet und macht entsprechende Probleme. Ja, eine ganz aktuelle Studie möchte ich an der Stelle noch kurz anreißen. Sie sehen hier, was biologische Invasionen für Kosten verursachen. Das ist ein etwas weiter gefasster Begriff, aber trotzdem fällt das, was ich hier angesprochen habe, auch darunter. So muss man sagen, hier sind verschiedene Naturkatastrophen aufgeführt, vom Sturm über Erdbeben, Überflutungen, Hitze und so weiter und so fort. Und Sie sehen, dass diese biologischen Invasionen in der Wertigkeit weltweit gerechnet inzwischen den zweiten Platz einnehmen. Und was noch viel dramatischer ist, wenn man die Veränderung anschaut, der Vergleich ist hier für die Jahre 1980 bis, muss selber mal gucken, 99 aufgezeigt und dann von 2000 bis 2019. Und Sie sehen, dass wir hier einen immensen Zuwachs dieser Problematik haben. Das heißt also, um 700% Zuwachs, so viel weist keiner der anderen Faktoren auf. Ich möchte, bevor ich hier ende, Ihnen noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Wie erfolgt Einschleppung bei uns? Das können Sie hier sehen. Zum einen über Pflanzen, über Früchte und Gemüse, die hier zu uns kommen, Verpackungsmaterial, Holz, Boden und Erde, Tourismus und Internethandel sind wichtige Größen. Und deswegen erstmal der Appell, was können Sie tun? Sie werden an den Flughäfen inzwischen eine solche Abbildung häufig finden. Wir haben in Europa seit 2019 ein sehr strenges Recht, ein Pflanzengesundheitsrecht, das eine Einschleppung von Schadorganismen verhindern soll. Und damit ziehen wir gleich wie Staaten wie Neuseeland, Australien oder die USA. Und Sie dürfen also ohne ein Pflanzengesundheitszeugnis keine Pflanzen mitbringen, bis auf die, wie wir sie immer nennen, fantastischen fünf. Das sind diese hier, Bananen, Kokosnüsse, Datteln, Ananas und die Durianfrucht. Da ist das Risiko so gering, dass hier nicht viel passieren kann. Meine vorletzte Folie an der Stelle, die möchte ich kurz noch mit Ihnen durchgehen. Internet-Einkauf, hier sollten Sie wirklich vorsichtig sein, sobald Ware nicht aus der EU kommt. Leider ist das oft nicht so ganz klar zu sehen. Hier sollte sicher sein, wenn Sie Ware beziehen aus den Drittstaaten außerhalb der EU, dann sollte es ein Pflanzengesundheitszeugnis dazu geben. Und wenn Sie im Urlaub fahren, dann achten Sie bitte auch darauf, dass Schuhe und Kleidung sauber sind und Sie nicht damit Bodenmaterial einschleppen. Invasive Pflanzen, viele kennen die Ambrosia oder auch den Riesenbärenklau. Wenn Sie da einen Beitrag zu leisten wollen, die zu beseitigen, beachten Sie in beiden Fällen bitte den Gesundheitsschutz, ist das sehr wertvoll. Gartenabfälle bitte nicht in der Natur entsorgen. Auch das ist eine Einschleppungspfad von Pflanzen, aber auch Tieren, die wir nicht in unserer Umwelt haben wollen. Dann haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass insbesondere aus China Saatgutgeschenke ohne Anforderungen an Bürger geschickt worden sind. Bitte, und zwar in großen Mengen. Wir wissen nicht genau, was dahinter steckt, ob das eBay-Adressen sind, die damit generiert werden sollen, wie auch immer. Bitte vernichten Sie sowas, wenn sowas kommt. Und ja, bei Verdacht des Auftretens von Quarantäneschadorganismen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Pflanzenschutz. Wir haben eine Meldepflicht. Sie sind also sogar theoretisch dazu verpflichtet, das zu machen oder auch praktisch dazu. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich auch selber fortbilden. Ein schönes Stichwort Citizen Science oder Bürgerwissenschaften auf Neudeutsch oder auf Deutsch zeigt das sehr schön auf.
Und ja, an der Stelle kann ich Ihnen vielleicht zum Abschluss noch ein Kurzvideo einspielen. Ich hoffe, dass ich meine Zeit damit noch nicht überstrapaziert habe, die so ein bisschen was zu diesem Thema zeigt. Der Film ist oben gar nicht zu sehen, tut mir leid. Ja, da müssen wir das ich sehen hier, das, ich habe da gar nicht hochgeguckt, tut mir leid. Ja, dann möchte ich an der Stelle schließen vielleicht mit einem kleinen Hinweis. Auf der Fahrt hierher, ich bin aus Braunschweig angereist, das JKI hat den Hauptsitz in Quedlinburg, das Institut, das ich leite, ist aber in Braunschweig angesiedelt und habe so gedacht, mit Blick auf einen Werbespruch, der glaube ich hier aus der Gegend kommt, Deutschland ist schön. Tragen Sie bitte dazu bei, dass das so bleibt. Und hier sehen Sie einen, der uns manchmal behilflich sein kann. Wir arbeiten im Übrigen daran, auch solche Tiere einzusetzen, aber wir arbeiten auch daran, dass man möglicherweise mit künstlichen Nasen den Käfer, den ich Ihnen eben vorgestellt habe, zeigen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Schäfer. Ich darf nun die Referentin, die beiden Referenten hier vorne uns in die Stuhlrunde bitten. Darf man uns einschalten? Gerne. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Sie auch? Oh, Sie haben schon, ne? Danke. Ich darf in einer kleinen Runde am Podium ein paar Fragen nochmal zum besseren Verständnis der Thematik stellen. Und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Professor Schäfer, nach Ihrem Impulsvortrag. Beziehungsweise wir haben noch eine Runde, die ich jetzt beinahe vergessen hätte. Wir haben noch zwei Kommentare zu Ihrem Impulsvortrag. Und da würde ich gerne Herrn Professor Hügelhofen zunächst mal bitten, eine Kommentierung vorzunehmen. Herr Hügelhofen ist Lehrstudienhaber an der Technischen Universität in München, am eben genannten, eingangs schon genannten Lehrstuhl für Phytopathologie. Und Sie sind ebenfalls in der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft engagiert, hatten dort auch mehrere Jahre den Vorsitz. Ihr Forschungsinteresse liegt auf der Interaktion von Pflanzen und Bakterien, der Epidemiologie und dem Management von Getreidepflanzenkrankheiten sowie der biotechnologischen Erzeugung von Krankheitsresistenten. Bitte um Ihren Kommentar. Ja, vielen Dank, Herr Bleier. Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen und dass auch Sie hier sich für dieses Thema interessieren, was vielleicht ein schwieriges Thema ist. Aber ich freue mich auch über den Impulsvortrag vom Herrn Kollegen Schäfer, an den ich anknüpfen möchte, indem ich betone, dass es also außer den sehr, sehr wichtigen Einschleppungen, die wir immer wieder Beobachtungen von neuen Schädlingen und Krankheiten, an die dann unsere Kulturpflanzen auch oft nicht angepasst sind und die uns also wirklich vor große Herausforderungen stellen, eben auch sehr viele alteingesessene Probleme gibt hier in Deutschland und in Europa. Also sehr, sehr viele Krankheiten, die unsere Kulturpflanzen bedrohen, in Ertragsbildung, aber auch in der Qualität. Und diese ständige Bedrohung ist insbesondere deshalb problematisch, weil zum Beispiel Wetterphänomene, die ja jedes Jahr, wie Sie sehen, wie Sie wissen, jedes Jahr sehr anders sein können, sich sehr stark auf die Krankheitsentwicklungen auswirken. Außerdem sind die Mikroorganismen, insbesondere die das verursachen, aber auch die Schädlinge, sehr anpassungsfähig und sehr anpassungsfähig an das, was der Landwirt unternehmen kann gegen solche Krankheiten. Wir beobachten zum Beispiel, dass ähnlich wie im klinischen Bereich, wo wir Antibiotikaresistenzen beobachten, im ackerbaulichen Bereich immer mehr Krankheitserreger
resistent werden gegen Pflanzenschutzmittel. Das heißt, die Pflanzenschutzmittel, die dem Landwirt zur Verfügung stehen, wirken gar nicht mehr oder wirken weniger gut und führen damit auch zu neuen Epidemien. Auch wenn wir genetischen Pflanzenschutz machen, also das, was sozusagen der Landwirt schon seit Anbeginn, seit vorhistorischer Zeit sozusagen getan hat, indem er immer die besten Pflanzen ausgesucht hat für die Weitervermehrung und was wir heute mit züchterischen Maßnahmen, mit höherer Technologisierung sehr viel gezielter machen können, beobachten wir, dass wenn wir neue Resistenzen im Feld etablieren, die Pathogene sich sehr schnell anpassen an das, was wir da machen, als Züchter, als Phytopathologen und damit oft diese Technologien nicht für immer wirksam sind. Aus Sicht der Wissenschaft ist es aber sehr wichtig oder, sage ich mal, wünschenswert, Pflanzengesundheit oder Pflanzenschutz so zu betreiben, dass vorbeugende Maßnahmen besonders im Mittelpunkt stehen, um nicht nachher Pflanzenkrankheiten zum Beispiel mit chemischen Maßnahmen heilen zu müssen, sondern am besten gar nicht erst auftreten zu lassen. Und neben ackerbaulichen vorbeugenden Maßnahmen ist dabei die Resistenz, also sozusagen das Immunsystem der Pflanze, sehr wichtig. Früher hat man das gar nicht Immunsystem genannt, heute wissen wir aber so viel über das Immunsystem der Pflanze, dass wir auch Ähnlichkeiten tatsächlich zum Immunsystem der Tiere festgestellt haben. Deshalb ist dieser Begriff inzwischen auch in der Wissenschaft für die Pflanzen genutzt. Und diese Resistenz steht also sehr stark im Mittelpunkt der Forschung und hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Und da kann so heute der Pflanzenzüchter, der konventionelle Pflanzenzüchter, sehr viel schneller was machen. Aber auch dort, muss man sagen, sind die Prozesse noch sehr langwierig. Also wenn jetzt eine neue Krankheit auftritt, braucht es immer noch einige Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis eine züchterische Anpassung an eine neue Herausforderung etabliert werden kann. Es ist also sozusagen ein Tauziehen zwischen den sich sehr schnell anpassenden Mikroorganismen und dem Pflanzenzüchter, der dem Landwirt dann neue Lösungen zur Verfügung stellen möchte. Und dieses Tauziehen beobachten wir ständig und es ist auch ein natürlicher Prozess, der da passiert. Und für die Zukunft kann man vielleicht sagen, dass auch neue züchterische Werkzeuge vor der Tür stehen, einsetzbar sind und da eben jetzt auch mit neuen Technologien, mikroinvasiven Techniken im Genom der Pflanzen Veränderungen vorgenommen werden können, die sehr viel schneller solche Anpassungen ermöglichen würden, sodass wir vielleicht dem Landwirt neue Lösungen zur Verfügung stellen können. Insgesamt muss man sagen, dass wir eine große gesellschaftliche Anstrengung brauchen werden, um die Forschung in dem Bereich weiterzutreiben, um den biologischen Pflanzenschutz, den chemischen Pflanzenschutz, den genetischen Pflanzenschutz wirksam und nachhaltig zu machen, sodass wir wirklich auch den Auftrag, den die Politik uns ja gibt, die Pflanzenschutzmittel-Einsätze zu reduzieren, wirklich vielversprechend machen können. Und es ist ja auch ein durchaus, glaube ich, von jedem gewünschter Auftrag, die chemischen Pflanzenschutz vielleicht weniger notwendig zu machen, sodass wir insgesamt dadurch wieder mehr Biodiversität zum Beispiel in unsere Äcker und in die Umwelt bekommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Hüttelhofen, für Ihr Statement. Frau Klatt, ja, gerne. Frau Dr. Anja Klatt, Sie studierten Biologie an den Universitäten in Tübingen und Bochum und am National Institute of Health in Maryland und haben dann an der Eberhard-Karl-Universität in Tübingen promoviert. Danach begann Ihre Laufbahn als Pflanzenbiotechnologin bei BASF, wo Sie in der Abteilung für Public and Government Affairs tätig sind. Und Ihrem Lebenslauf ist zu entnehmen, dass Sie zudem Mitglied im Humboldt-Forum für Ernährung und Landwirtschaft und ebenso Vorsitzende im Europäischen Industrieverbund zur Umsetzung des Green Deals sind. Bitte um Ihr Statement. Ja, vielen Dank. Erstmal guten Abend auch von meiner Seite. Ja, also ich arbeite, bin sozusagen die Industrievertreterin hier, arbeite bei der BASF und wir versuchen sozusagen die Lösung für die Landwirte hervorzubringen und zu entwickeln. Wir sind eines der wenigen forschenden Unternehmen
eines der auch der führenden forschenden Unternehmen. Und wir haben uns im Bereich Landwirtschaft mittlerweile in vier Säulen aufgestellt. Also kommt aus dem klassischen chemischen Pflanzenschutz. BASF ist ja ein großes Chemieunternehmen. Das ist immer noch unsere, würde ich sagen, unsere größte Säule. Da haben wir auch die, wahrscheinlich die höchste Kompetenz. Aber wir haben in den letzten Jahren und auch schon vor längerer Zeit am biologischen Pflanzenschutz angefangen, auch biologische Pflanzenschutzmaßnahmen zu entwickeln, zum Beispiel mit den Pheromonen, die wir schon seit etlichen Jahren auf dem Markt haben, sodass wir zusätzlich zum chemischen Pflanzenschutz jetzt noch eine zweite Säule mit biologischem Pflanzenschutz haben. Wir haben eine dritte Säule mit, Herr Hückelhofen hatte das angesprochen, man versucht ja auch über die Entwicklung von neuen Sorten schon Resistenzen reinzubringen, um sozusagen den Pflanzenschutz niedrig zu halten, dass sozusagen die Pflanze an sich schon resistent ist gegen Schaderreger. Und die vierte Säule, die jetzt sehr vielversprechend ist und die in den letzten Jahren nicht nur bei uns, auch bei anderen Unternehmen aufkommt, ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und das ist ein Bereich, der sowohl in die Präzisionstechnologien reingeht, aber auch in die Digitalisierung von Monitoring, Monitoring von Schadinsekten, Vorhersagen und solchen Sachen. Wie Sie schon sagten, ich bin im Bereich der Politik tätig. Im Moment fokussiere ich mich sehr stark auf die europäische Politik. Sie haben vielleicht von dem Green Deal gehört. Vor 3 Jahren wurde der europäische Green Deal ausgerufen. Ein sehr, sehr großes Netzwerk, aber ein Bereich, die sogenannte Farm-to-Fork oder vom Hof auf den Tisch-Strategie, betrifft sehr stark auch die Landwirtschaft. Und wir sind jetzt nach 3 Jahren in dem Prozess, dass der erste Gesetzentwurf sozusagen dafür vorliegt. Also es gibt jetzt einen Entwurf von der Kommission, wo die Kommission sich dargelegt hat, wie sie jetzt sozusagen den Pflanzenschutz für die Zukunft sehen will. Das ist eine Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und ich möchte in die Diskussion jetzt hier auch den politischen Aspekt mit reinbringen, weil der erste Entwurf sehr, sehr ambitioniert ist mit Reduktionszielen von Pflanzenschutzmitteln, mit Pauschalverboten von Pflanzenschutzmitteln in verschiedensten Gebieten, sodass die Landwirte mit vielen Protestaktionen sich dagegen aufbegehren. Und das ist eine Diskussion oder eine Frage, die ich einfach auch in den Raum werfen will. Stellen wir wirklich politisch die richtige Richtung ein? Also ich glaube, dass wir die Richtung an sich, sind wir uns alle einig, dass wir mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft haben wollen. Und wir arbeiten auch alle daran. Wir haben, glaube ich, auch schon relativ viel geschafft. Aber da kann man noch viel mehr machen. Die Frage ist halt jetzt, wie schafft man es und wie schnell schafft man es, mehr Nachhaltigkeit reinzubringen und welches Risiko geht man dabei ein? Und das möchte ich ganz gerne mit in die Debatte aufnehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Doktor. Ja, Herr Schäfer, eine erste Frage an Sie. Jetzt nehmen wir mal an, nicht alle haben hier Biologie studiert und Sie haben auf eine Unterscheidung hingewiesen zwischen Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit. Vielleicht könnten Sie das noch mal für interessierte Laien noch mal auseinanderhalten. Ich würde gerne eine zweite Frage anschließen. Sie waren ja in unterschiedlichsten Formen in diesem Bereich tätig, auch bei der Landwirtschaftskammer. Wenn Sie so zurückschauen, die letzten 2 Jahrzehnte, was hat sich in den gesellschaftlichen Debatten Ihrer Wahrnehmung nach am meisten verändert? Also zuerst mal zur ersten Frage, Pflanzengesundheit. Man kann es wirklich so sagen, wir beschäftigen uns in dem Bereich mit Quarantäneschadorganismen. Wir wollen also alles dafür tun, dass die Probleme bei uns erst gar nicht ankommen. So ein wichtiger Schritt, wenn wir bestimmte Schadorganismen bei uns nicht einschleppen, müssen wir sie auch nicht bekämpfen. Wir brauchen auch keinen Pflanzenschutz, den wir gegen diese Schadorganismen einsetzen. Es ist aber sehr wohl so, wenn wir eine Einschleppung haben, sind wir sehr dankbar, wenn wir Pflanzenschutzmittel haben, weil wir das als ein Instrument unter anderem nutzen können. Ich habe gesagt, wir haben andere Maßnahmen, wo wir gegebenenfalls dann auch zur Baumfällung greifen müssen, was in den betroffenen Städten dann auch nicht viel Freude auslöst. Also man sieht, es sind hier verschiedene Instrumente, die zum Einsatz kommen.
die wir vielleicht dem Pflanzenschutz, über den wir sonst hier reden, vorgeschaltet sehen und damit im Prinzip noch einen Schritt im Vorlauf tätig sind. Das ist das eine. Das andere, was ich so an Entwicklungen sehe, ist, dass wir auf alle Fälle in der Zeit, die ich überschaue, im Pflanzenschutz dann, das ist tatsächlich der Einsatz, der dann in der Landwirtschaft erfolgt, immer spezifischer werden, dass wir mit Instrumenten immer gezielter arbeiten, dass wir daran gearbeitet oder dass sehr viel daran gearbeitet wird, mit möglichst wirkungsspezifischen, zielorganismenspezifischen Mitteln auf der einen Seite zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es für die Industrie, glaube ich, immer schwieriger wird, hier entsprechende Wirkstoffentwicklungen voranzutreiben, weil die Anforderungen deutlich an Komplexität zugenommen haben. Das führt dazu, dass die Zahl der Wirkstoffe, die zur Verfügung steht, deutlich abgenommen hat und für Problemlösungen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt also, hier sehe ich schon eine Entwicklung, die aus Sicht der Landwirtschaft sicherlich recht sorgenvoll beobachtet wird. Frau Klotz, Sie haben ja gesagt, dass Sie die Perspektive auch der europäischen Politik hier einbringen möchten. Und Sie haben kurz skizziert, was so derzeit die Debatten sind. Wo würden Sie derzeit die schwierigsten Konfliktthemen verorten? Also in der Landwirtschaft geht es, also speziell jetzt in diesem Entwurf, der aber sehr wichtig für die Landwirtschaft ist, also zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, geht es darum, dass die EU versucht, pauschal Pflanzenschutzmittelreduktionen durchzusetzen oder pauschal Verbote von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen durchzusetzen. Und das ist schwierig, solange die Alternativen nicht da sind. Also jetzt zu sagen, dass 50% Pflanzenschutzmittel das ist jetzt nicht die Menge, die 50% reduziert wird, sondern das ist eine Kombination aus Risiko und Menge. Aber solche Ziele aufzusetzen, ohne darauf zurückzukommen, was Sie in Ihrem Vortrag geschildert haben, dass auf einmal kann sich die Situation ja schlagartig ändern, dann braucht man mehr Pflanzenschutzmittel. Also das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man versucht, auf EU einen relativ starren Rahmen im Moment zu stricken, der dann auf alle Mitgliedsländer umgesetzt werden soll, anstatt wirklich den Mitgliedsländern die Flexibilität zu lassen und vielleicht auch regional die Flexibilität zu lassen, wenn Situationen auftreten, wo man mehr Pflanzenschutzmittel braucht, weil ein Erreger kommt, oder wenn es auch eine Kultur, eine Pflanze ist, wo es halt keine Alternativen gibt zum chemischen Pflanzenschutz, dann muss man auch mehr Ausnahmen machen. Also einfach das Hauptproblem ist, glaube ich, bei der EU-Regulierung, die im Moment im Machen ist, dass es ein starrer Rahmen ist, anstatt sozusagen ein flexibles System zu haben, das alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, erlaubt, aber in einer gewissen Reihenfolge. Es gibt ja das Konzept von das nennt sich der integrierte Pflanzenschutz, wo man sagt, man versucht erst sozusagen ganz ohne Pflanzenschutz auszukommen. Wenn das nicht geht, dann fängt man an mit biologischen Maßnahmen. Wenn das auch nicht geht, dann kommt man zum chemischen Pflanzenschutz. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, dass man alle Lösungen sozusagen, die vorhanden sind, dann auch anwenden kann, die müssen wir uns erhalten. Also man darf jetzt nicht, würde ich sagen, den Landwirt einschränken in seiner Werkzeugkiste und zu sagen, du darfst jetzt nur noch das oder das benutzen, sondern wir sollten uns wirklich auf europäischer Ebene die Möglichkeit der verschiedenen Werkzeuge erhalten und möglichst alle ausbauen und dann dem Landwirt die Möglichkeit geben, entsprechend der Situation zu reagieren. Herr Hückelhofen, wie kann hier die Forschung helfen in diesem Modell? Ja, die Frau Klatt hat jetzt schon richtig gesagt, dass es im Moment politische Vorgaben gibt, die schwer umsetzbar sind, weil wir noch keine echten Alternativen haben zu den chemischen Pflanzenschutzmitteln, die als letzte Instanz immer noch in diesem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Wenn wir aber diese Alternativen nicht haben und diesen chemischen Pflanzenschutz also als letzte Instanz nicht einsetzen können, dann wird die Folge sein, wenn wir so ein starres Konzept haben, dass wir Ertragseinbußen bekommen. Und wir sind im Moment global an einem Punkt angekommen, wo die bisherige Überproduktion, die wir bisher hatten, in eine Ertragslücke übergeht, weil die Bevölkerung weiter wächst,
aber global die Erträge stagnieren oder nur über die Abholzung von Regenwäldern und so weiter gesichert werden können. Und das ist ja auch kein nachhaltiges Konzept. Was die Forschung also liefern müsste und auch mit großen Anstrengungen versucht, ist, diese Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz anzubieten. Das können neue biologische Maßnahmen sein, also sozusagen das Mikrobiom der Pflanzen zu verändern, also Mikroorganismen, aktive Mikroorganismen einzusetzen, die die Pflanze sozusagen in einem gewissen Maß vor Krankheiten schützen, helfen. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese biologischen Maßnahmen bis jetzt noch nicht die gleiche Schutzwirkung erzielen können, wie wir das mit chemischen Maßnahmen gewohnt sind und dann eben auch oft beim Landwirt durchfallen, weil er nicht die gleiche Wirkung erzielt. Die andere Alternative ist, bessere Resistenzen zu etablieren. Das heißt, das pflanzeneigene Abwehr, also Immunsystem, die ganze eigene Abwehrsystem zu stärken. Das kann man auch über Behandlungen versuchen, indem man immunstimulierende Substanzen auf die Pflanzen appliziert. Aber man kann auch die pflanzliche Genetik verändern. Das machen die Züchter seit Generationen. Und heute sind wir in der Lage, mit sehr kleinen, ich nenne es gerne mikroinvasiven Eingriffen in das Genom der Pflanze, naturidentische oder naturnahe Pflanzen zu produzieren, die ohne, dass sie fremde Gene tragen, trotzdem einen höheren Immunstatus haben. Und das ist auch eine Sache, die im Moment unter politischer Debatte steht, inwieweit solche Pflanzen in Zukunft vielleicht in der EU zugelassen werden sollen. Im Moment fallen sie noch unter das klassische Gentechnikgesetz, wie die alten genetisch veränderten Pflanzen, die fremde Gene tragen. Sie sind jetzt ja für, ich nehme jetzt mal an, auch für Politikerinnen und Politiker hochkomplexe Fragen. Wie muss man sich das als Bürger vorstellen? Ich nehme an, auch in der Vertretung des Europäischen Interessensverbandes der Industrie gibt es ja viele Akteure, sicherlich auch mit unterschiedlichen Interessen. Dann gibt es unterschiedliche politische Fraktionen aus unterschiedlichen Ländern und dann auch noch zivilgesellschaftliche Gruppen, die sicherlich auch ihre eigenen Akzente setzen und zusätzlich auch noch Vertretungen der Landwirtschaft. Wie muss man sich das vorstellen, dass man dort die Interessen auch zur Sprache bringen kann? Also der Prozess ist, ich bin begeistert von dem europäischen Prozess, um das zu sagen. Also es fängt in der Regel damit an, wenn jetzt eine neue Regulierung kommt, fängt in der Regel damit an, dass so eine Public Consultation, also so eine Möglichkeit zur Kommentierung im Internet ausgeschrieben wird. Da können erstmal alle, die irgendwas, also jeder Bürger, jede Gruppe, wer auch immer, kann da sozusagen seinen Kommentar reinschreiben. Das ist so eine Basis, dass die Kommission schon mal sieht, okay, in welche Richtung gehen eigentlich die verschiedenen Gruppen. Und dann war der Prozess jetzt auch wirklich sehr gut aufgesetzt, dass man gesagt hat, man lädt sozusagen zu einzelnen Debatten die wichtigen Interessensvertreter ein. Und da waren wir als Industrie, waren auch, saßen immer mit am Tisch, haben unsere Meinung gesagt, die Landwirte saßen mit am Tisch, der BUND oder andere Nichtregierungsorganisationen saßen mit am Tisch. Die Mitgliedsländer wurden nochmal extra eingeladen. Also es ist schon ein Prozess, der versucht sozusagen, alle Interessen miteinander zu verbinden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch ein politischer Prozess. Also letztendlich hat man diese Möglichkeit, die einzelnen Meinungen reinzubringen. Es ist aber nicht immer so, dass man das Resultat, was daraus folgt, dass das genau widerspiegelt, was in den Diskussionen gemacht wird. Also es ist, und wie Sie sagen, vom Prozess her nochmal vielleicht auch, das ist auch interessant, die Kommission fängt in der Regel an, einen Vorschlag zu machen. Und der Vorschlag wird dann sowohl im EU-Parlament als auch in den Mitgliedsländern diskutiert. Und das ist das, was jetzt gerade gemacht wird. Also im EU-Parlament, da gibt es natürlich, so wie Sie sagen, auch sehr unterschiedliche Meinungen zwischen den Ländern. Die haben sehr unterschiedliche Meinungen. Jedes Land will natürlich auch seine Interessen vertreten, aber auch zwischen den Parteien natürlich. Und die Mitgliedsländer, da sieht man auch, dass sich so Gruppierungen bilden. Also zum Beispiel die osteuropäischen Länder bilden häufig so eine Fraktion, die eine gewisse, ich meine, bei denen geht es halt wirklich darum, die Landwirtschaft noch zu modernisieren. Die haben ganz andere Interessen als jetzt Deutschland oder Frankreich, wo man sehr stark
jetzt den biologischen Aspekt oder die biologische Landwirtschaft fördern will. Und da müssen halt immer Kompromisse gefunden werden. Also die Länder müssen ihre Kompromisse finden, die im Parlament müssen ihre Kompromisse finden. Und dann ganz am Schluss, da sind wir aber noch lange nicht, findet dann dieser Trilog statt. Das heißt, Parlament, Mitgliedsländer und Kommission einigen sich dann letztendlich auf eine Umsetzung. Und dann muss das innerhalb eines Jahres, muss das dann in den Mitgliedsländern, also in Deutschland, dann entsprechend umgesetzt werden. Und da ist halt die Frage, macht man jetzt einen strengen EU-Rahmen, sodass die Mitgliedsländer wenig Flexibilität haben, was natürlich dafür sorgt, dass auch eine gewisse Gleichheit und eine Fairness zwischen den Mitgliedsländern stattfindet. Oder sagt man, man gibt den Mitgliedsländern so viel Freiheit, dass sie selber entscheiden, wie sie das umsetzen. Also ein hochspannender Prozess und deswegen macht mir mein Job auch so viel Spaß. Jetzt wird es ja ganz unterschiedliche Themen geben und ich habe auf der Seite eben des Julius-Kühn-Instituts mal nachgelesen und sie haben 2021 eine Forschungsstrategie veröffentlicht. Mhm. Und in dieser Forschungsstrategie liest man gleich zu Beginn drei große Zukunftsfragen. Und ich möchte die zweite herausgreifen und sie Ihnen stellen. Sie lautet, sie ist sehr groß formuliert, wie kann in diesen neuen Pflanzenbausystemen eine möglichst breite Kulturartenvielfalt gewährleistet werden? Also das Thema, was man immer wieder liest, Artenvielfalt auf der einen Seite und Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit in unterschiedlichen integrierten Systemen auf der anderen Seite. Ein Antwortversuch. Ja, die Antwort ist natürlich nicht ganz leicht, aber ein Schlüssel, der in diese Richtung geht und der hat mich in meinem Vorleben auch sehr intensiv beschäftigt, ist eben die Frage, kann es gelingen, weitere Kulturen in unsere Anbausysteme zu integrieren? Wir haben Kulturen, ich denke hier an die Leguminosen, um die habe ich mich in meiner Soester-Zeit sehr intensiv gekümmert, die auch durchaus jetzt Fortschritte gemacht haben. Wir haben in Deutschland Sojaanbau inzwischen, gerade hier in Süddeutschland, aber wir haben auch mit den Klassikern, das ist die Ackerbohne, das ist die Erbse, weitere Kulturen, die dazu beitragen können, unsere Fruchtfolgen aufzulockern. Und wenn uns das gelingt, haben wir ein wichtiges Instrument, um Krankheiten weiter zu reduzieren. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es eben auch für den Landwirt ökonomisch tragfähig ist, dass er diese Kulturen so anbauen kann, dass er kein zu hohes Risiko dabei eingeht. Das setzt voraus, dass wir auf der einen Seite Sorten haben, die leistungsfähig sind, dass wir auf der anderen Seite wie auch immer gestalteten Pflanzenschutz, ob das nun biologisch, chemisch oder auch mit neuen Techniken im digitalen Bereich der Fall ist, dass wir solche Techniken weiterentwickeln und ihm zur Hand geben, damit er auch diese Kulturen erfolgreich anbauen kann. Da sehe ich ein sehr wichtiges Instrument drin. Herr Höcklofen, auch bei Ihnen auf der Homepage habe ich etwas gesucht und was Sie so machten neben Ihrer Tätigkeit am Lehrstuhl. Und ich bin darauf gestoßen, dass Sie an einem Institut für Technik, Theologie, Naturwissenschaften der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München im wissenschaftlichen Beirat sitzen. Und jetzt haben Sie ja verschiedene Technologien auch schon angedeutet in Ihrem Statement. Und ich nehme an, dass dieses Institut sich auch mit ethischen Fragen beschäftigen wird. Wo sehen Sie die großen ethischen Fragen in der Zukunft? Ja, das schließt an, dass was ich eben gesagt habe, dass immer wieder neue Technologien zur Verfügung stehen, die die Wissenschaft als Werkzeuge erstmal zur Verfügung stellt und die Gesellschaft muss dann die Frage beantworten, ob und wie diese Werkzeuge dann aus der Forschung in die tatsächliche Technologie beim Pflanzenzüchter und dann zum Beispiel später auf dem Acker und auch auf dem Teller bei uns landen. Und das ist eine Frage, die man eigentlich nur gesamtgesellschaftlich beantworten kann. Der Wissenschaftler hat da oft eine sehr technische Sicht, er sieht, was möglich ist und die vielen Vorteile, während der Konsument an der anderen Seite vielleicht Bedenken hat und man das Ganze aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext diskutieren muss. Und so wie die Wissenschaft oder die Industrie sozusagen mit ihren Interessen
auf der einen Seite keine Vorschriften machen kann an den Konsumenten, an den Bürger, was denn sozusagen auf dem Teller zu landen hat in Zukunft, ist es auf der anderen Seite auch eine Frage an die Gesellschaft, inwieweit die Gesellschaft offen ist für neue Technologien und inwieweit Naturbilder, die zum Beispiel manchmal herangezogen werden, um mit ethischen Argumenten bestimmte Techniken auch von Interessensgruppen manchmal zu diskreditieren, ob das ein ethisches Verhalten ist, wenn ich einseitig Ängste schüre, zum Beispiel gegen bestimmte Technologien, obwohl die Wissenschaft feststellt, diese Ängste sind eigentlich nicht wissenschaftlich begründet. Das sind alles Konflikte, die immer wieder diskutiert werden und die auch im öffentlichen Raum eben zu sehr viel Diskurs führen und eben bis in die Politik, bis in die Entscheidungsträger auch auf europäischer Ebene hineinwirken und die Diskussion so schwierig machen, weil so viele unterschiedliche Interessen und weil auch Ethik etwas ist, was sehr individuell empfunden wird von jedem und wo jeder eine andere Einstellung zu hat und andere ethische Vorstellungen, was denn gut ist für die Gesellschaft und für die Natur auch. Herzlichen Dank an Sie drei für diese kurze Podiumsrunde. An dieser Stelle würde ich gerne öffnen für Ihre Fragen in Präsenz und aber auch aus dem Netz. Wir würden das folgendermaßen organisieren, dass Sie bitte die Hand heben und es wird jemand zu Ihnen mit dem Mikrofon kommen und dann können Sie gerne Ihre Frage formulieren. Und ich würde Sie bitten, die Frage dann auch zu adressieren an eine der Personen. Bitte schön. Ja, meine Frage richtet sich an das Podium, vor allem wohl an Frau Glatt. Meines Wissens war es doch so, dass sich die Mitgliedstaaten der EU in der Vergangenheit, und da bildet Deutschland leider überhaupt keine Ausnahme, unrühmlich dadurch hervorgetan haben, dass sie die Befugnis zur Notfallzulassung weit über das Ziel hinaus ausgedehnt haben. Und insofern habe ich also großes Verständnis für den Ansatz der EU, diese Möglichkeit zur Flexibilität, die eben wirklich häufig anscheinend aus der Sicht des Pflanzenschutzes nicht mehr nachvollziehbaren Gründen massiv ausgeweitet wurde, möglichst zu reduzieren. Was für eine Möglichkeit würden Sie denn sehen, auf der einen Seite die Mitgliedstaaten doch etwas stärker an die Kandare nehmen zu können, als es früher der Fall war, und auf der anderen Seite eine gewisse Flexibilität, also für echte Notlagen, doch noch sich bewahren zu können? Ja, also das Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, geht darum, um es vielleicht für alle zu erklären, wenn eine Substanz, ein Pflanzenschutzprodukt nicht mehr zugelassen ist in einem Land für eine spezielle Anwendung, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, wenn die Landwirte einen Antrag stellen und sagen, wir kommen ohne das Mittel nicht aus, dass eine sogenannte Notfallzulassung gewährt wird und dass dann die Landwirte für einen gewissen Zeitraum, der begrenzt ist, das Mittel dann doch anwenden können, weil es einfach sonst ökonomisch und auch ökologisch nicht gearbeitet werden kann. Ist natürlich schwierig, da eine Antwort zu finden. Letztendlich, das Problem liegt ja darin, dass keine Alternativen da sind. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich meine, die Notfallgenehmigungen werden ja nur deswegen erteilt, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also wenn man andere Möglichkeiten hätte, um gewisse Krankheiten in den Griff zu bekommen, dann müsste man diese Notfallzulassung auch nicht erteilen. Insofern ist es schwierig zu sagen, man gibt jetzt die Schuld den Mitgliedsländern, weil sie diese Notfallzulassung aussprechen. Letztendlich, was helfen würde, ist, dass man weiter daran arbeitet, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und auch das ist ein Problem, was wir als Industrie haben, als forschende Industrie haben, dass die Zulassungszeiten immer noch sehr, sehr lang sind. Also wenn für ein chemisches Pflanzenschutzmittel brauchen wir 10-12 Jahre, bis das auf dem Markt ist. Selbst für ein biologisches Pflanzenschutzmittel brauchen wir 7-8 Jahre. Also die Zulassungszeiten, die Zulassungsprozesse sind einfach so langsam, dass
im Prinzip auf alte Mittel zurückgegriffen werden müssen. Also da kann man, glaube ich, viel auch noch machen, indem man einfach die Verfahren beschleunigt und schneller sozusagen neue Innovationen und neue Produkte auch auf den Markt bringen kann. Eine weitere Frage. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Da haben Sie ja schon sehr viele spannende Aspekte angesprochen. Aus meiner Sicht gibt es noch mindestens zwei, die jetzt nur so leicht angeklungen haben, die aber aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Das eine ist das Thema Biodiversität. Das ist ja schon gefallen. Das konkrete Ziel der EU ist ja, die Biodiversitätsverluste drastisch zu reduzieren, weil wir eben sechste Massenaussterben und so weiter alles haben und auch nachgewiesen ist, dass die Pflanzenschutzmittel da eine relevante Rolle, sage ich jetzt mal, spielen. Und vor dem Hintergrund gibt es ja auch von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen sogar Forderungen, dass man Pflanzenschutzmittel komplett ausstieg bis 2035 und so weiter, also wirklich Richtung 100% oder 80% bis 2030 alles Mögliche fordert. Und da gibt es ja dann eben sehr wohl diese Alternativen. Das Problem mit Alternativen ist, dass der Begriff, glaube ich, je nachdem, wer ihn benutzt, sehr eng gefächert ist, dass es eben, was es nicht gibt, es gibt kein anderes Mittel, mit dem man die Krankheiten jetzt bekämpfen kann, wenn sie da sind. Professor Hückelhofen hatten ja angesprochen, dass Vorbeugung sehr wichtig ist. Und jetzt komme ich zum zweiten wichtigen Aspekt. Es ist ein sehr starkes sozioökonomisches Problem, auch dieses ganze Pflanzenschutz. Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, benutzen ja Pflanzenschutzmittel, weil sie keine Alternativen haben und weil die Vorbeugung eben nicht so machbar ist. Gerade Frankreich forscht ja relativ viel und da gab es einige Studien und auch Diskussionen mit den Bauernverbänden im Hinblick eben darauf, dass ja, es gibt so Glyphosat, andere Wege und so weiter, aber das ist teurer und in den bestehenden Strukturen einfach für LandwirtInnen nicht machbar. Und da liegt aus meiner Sicht auch das große Problem, dass natürlich brauchen wir weiter technische Forschung, weitere Lösungen und so weiter, aber grundsätzlich gibt es viele ackerbauliche Methoden, Hülsenfrüchte wurden auch schon angesprochen, wo man eigentlich auch eben bei uns hier allen als Menschen, die jeden Tag mehrfach essen, wo es auch um das Thema Ernährungsgewohnheiten geht, dass es sich für Landwirte eben lohnen muss, mehr Vielfalt anzubauen, damit sie die auch loswerden können, dass wir alle wecken müssen. Ich war vorhin in der Führung. 60% des Getreides aus der EU landet im Trog. Für den Anbau von diesem Getreide wird auch Pflanzenschutzmittel benötigt und so weiter. Also es gibt sehr großes Reduktionspotenzial aus meiner Sicht. Und genau da würde mich eine Gegenrede von allen drei Menschen auf dem Podium interessieren. Also ich kann ja vielleicht mal anfangen. Ich möchte gar keine Gegenrede halten, sondern ich unterstütze das voll und ganz. Natürlich kann man darüber, dass die Menschen weniger Fleisch essen, kann man sehr viel in der Landwirtschaft umstellen. Und wir begrüßen auch und wir sind auch dafür, dass eine Umwandlung der Landwirtschaft, eine Transformation der Landwirtschaft gemacht wird. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Und auch mit dem Ansatz der gemeinsamen Agrarpolitik, also dem Instrument, womit die Landwirte sozusagen ihre Fördergelder bekommen, da werden ja auch nach und nach immer mehr Maßnahmen ergriffen, um im Prinzip von dieser relativ einseitigen Landwirtschaft zu einer vielseitigeren Landwirtschaft zu kommen. Also dass man sagt, man muss eine gewisse Fruchtfolge einhalten, man kann nicht immer Weizen, 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 sondern man sollte häufiger Fruchtfolge machen. Solche Maßnahmen werden ergriffen. Ich glaube, wir gehen schon in die richtige Richtung, aber die Gesellschaft muss das auch mittragen. Also das ist und das ist mein Punkt, den ich auch, wo ich kritisch bin. Das, was in der EU, in der Farm-to-Fork-Strategie, in dieser Strategie vom Hof auf den Tisch, das hört sich erstmal wunderbar an. Ja, wir wollen auch mehr hin zur ökologischen Landwirtschaft, wir wollen mehr hin, dass vegetarisch gegessen wird, dass die also weniger Viehzucht stattfindet und so weiter. Aber die einzigen Ziele, die im Moment diskutiert werden, sind
Pauschalverbote für Pflanzenschutzmittel. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Und die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ist ein Teil davon. Und die kann nur dann stattfinden, wenn die anderen Sachen auch funktionieren. Also es muss ein holistischer Ansatz sozusagen sein und kann nicht jetzt nur gezielt auf, es ist politisch immer populär zu sagen, wir reduzieren die Pflanzenschutzmittel um 50%. Da sagt ein Großteil der Bevölkerung, sagt ja, klasse, super, finde ich gut. Aber das alleine kann es nicht sein. Wir brauchen die Gesamttransformation und wir brauchen das in einer Geschwindigkeit und in einer Förderung von Alternativen. Nur dann kann das Ganze funktionieren. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen und auch sagen, dass das durchaus, glaube ich, ein Ziel ist von allen Akteuren, mehr Vielfalt in die Landwirtschaft zu bringen. Weil Vielfalt ist immer auch ein Faktor der Resilienz, ja, auch wirtschaftlicher Resilienz, wenn es gut gemacht ist. Ja. Und auch das politische Ziel, weniger Fleischkonsum zu haben, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Ziel. Aber ich sehe auch leider bei keiner großen Partei eine konkrete Anstrengung, politisch aktiv zu sein in diesem Bereich. Also das ist natürlich auch, Sie haben völlig recht, 60% der Produktion in vielen Bereichen und auch flächenmäßig wird genutzt, um Tiere zu füttern. Und das ist natürlich ein Teil der Nachhaltigkeitsproblematik, die wir haben. Und da müsste eine Umstellung stattfinden und an der Schraube zu drehen, wäre eigentlich viel ökologisch sinnvoller und viel wichtiger, als an der Pflanzenschutzschraube zu drehen. Nur wie die Frau Klatt richtig sagt, ist, dass jeder in der Bevölkerung sagt, natürlich finde ich das gut, wenn ich 50% weniger Pflanzenschutzmittel appliziere, aber nicht jeder in der Bevölkerung wird sagen, natürlich ist das gut, wenn das Fleisch um 50% teurer wird. Und das heißt, es muss gesellschaftlich tragfähig sein, so eine Lösung. Wir haben immer gute Ideen, wie wir Dinge umsetzen können, wie wir mehr Vielfalt in die Landwirtschaft bringen können. Aber es muss eben auch von der Gesamtbevölkerung getragen werden. Und da ist ein sehr langsamer Transformationsprozess, sag ich mal, auch zu beobachten. Und auch diese neuen Technologien, die ja zum Teil zur Verfügung stehen, die aber dann manchmal auch irgendwo genetische Faktoren beinhalten, die werden dann eben auch nicht gewollt, die auch wieder einen Beitrag leisten könnten, um Pflanzenschutzmittel weniger notwendig zu machen. Da hat man aber dann andere Bedenken. Und das Ganze ist sehr, sehr komplex. Und last but not least, ist auch schon mehrfach genannt worden, auch der Landwirt muss in die Lage versetzt werden, wenn eine Transformation der Landwirtschaft zu neuen Produktionssystemen, mehr Diversität und so weiter kommt, muss der Landwirt damit wirtschaftlich arbeiten können. Und das kostet wiederum sehr viel Geld. Und da könnte man vielleicht eine Debatte anstoßen, ob die EU-Subventionen da nicht vielleicht schlauer umgesetzt werden könnten, als sie das im Moment umgesetzt werden. Aber ich bin auch kein Politiker. Da würde ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, wenn ich da jetzt konkrete Vorschläge in die Richtung machen würde. Ja, ich möchte vielleicht erstmal mit der Biodiversität anfangen. Im Bereich der Pflanzengesundheit ist das ein Aspekt, den wir immer mehr Beachtung auch schenken, aber das ist keine ganz neue Entwicklung, sondern wir sehen halt auch, dass wenn neue Schadorganismen hier ankommen, ein potenziell hohes Risiko auch für die Biodiversität da ist und dahingehend werden, wir machen Risikoanalysen, wo wir uns Schadorganismen angucken, die potenziell hier ankommen können oder die wir in Warensendungen finden, die werden bewertet und dabei spielt dieser Aspekt eben auch eine wichtige Rolle. Also das passiert in dem Bereich schon. Was den landwirtschaftlichen Bereich angeht, muss ich immer sagen, das ist jetzt nicht meine aktuelle Disziplin, aber aus dem, was ich vorher gemacht habe, muss man natürlich auch sehen, dass wir in Europa hier mit auf den produktivsten Standorten der Welt unterwegs sind. Und ich glaube, wir müssen auf der einen Seite ein ausgewogenes Verhältnis finden, dass wir Biodiversitätsaspekte und schon der Umwelt in Einklang auch mit einer Anforderung daran bringen, dass wir hier sicherlich für andere Menschen auch Verantwortung tragen. Es kann nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, wir reduzieren hier und besorgen uns am Weltmarkt Ware, die dann
woanders fehlt. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Das ist leider mit Schwarz-Weiß eben nicht abgetan, sondern das ist eine bunte Welt, in der wir uns bewegen, wo es immer wieder um das Abwägen dieser verschiedenen Komponenten geht. Mit Blick auf die Tierhaltung, da ist sicherlich viel Potenzial zur Reduktion. Wir müssen aber auch sehen, dass es gerade im Bereich der Rinderhaltung auch Flächen gibt, die wir als Kulturlandschaft erhalten müssen. Das heißt, wir haben erhebliche Grünlandflächen in Deutschland, wo wir auch Sorge für tragen müssen, dass die in irgendeiner Weise weiter genutzt werden. Das ist auch nochmal so als kleine Idee hintendran. Also ich denke, es ist ein sehr komplexes Thema, was nicht mit sehr einfachen Lösungen zu realisieren ist und wo intensiv weiter daran gearbeitet werden muss. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Zu diesem Thema sage ich, die Landwirtschaft vor 60 Jahren hatte einen Stalldurchschnitt 3.500 Liter im Jahr pro Kuh. Jetzt nach 60 Jahren hat sie 11.000 Liter pro Kuh. Und das passiert nur durch Züchtung mit vielen gemischten Füttern, Medikamenten etc. etc. Und auch mit dem Futter, was mit viel, wo die Pflanzen auch alle hochgezüchtet worden sind, auch mit viel Giftstoffen gegen Ungeziefer auch gespritzt werden müssen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben keine Originalpflanzen mehr und keine natürlichen Kühe oder Schweine mehr. Die müssen alle groß, dick, fett und besonders viel produzieren. Und das ist eigentlich das Grundproblem. Und wir sind weit mehr Menschen geworden. Das ist auch ein Problem. Möchte jemand kurz drauf? Ja, also vielleicht kann man da drauf eigentlich nur antworten. Das ist tatsächlich, wie Sie das beschreiben. Und es wirkt auch erstmal unschön. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass diese hohe Produktivität, die wir heutzutage haben, auch dafür sorgt, dass im Moment 8 Milliarden Menschen im Moment noch, wenn man das, was wir produzieren, ordentlich verteilt, theoretisch alle satt werden würden. Ja. Und ohne diesen technischen Fortschritt, der da passiert ist in den letzten 50 Jahren, wäre das nicht möglich. Und das heißt, man hat auf der einen Seite dieses Dilemma, dass man halt eine sehr technisierte, hochtechnologische Landwirtschaft entwickelt hat die letzten 50 Jahre. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diese Technologien und müssen sie sogar weiterentwickeln, um weiter die weiter wachsende Weltbevölkerung satt zu bekommen. Und daraus gibt es kein Entkommen aus diesem Dilemma. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als die Technologien weiterzuentwickeln, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Weil das ist auch ein ethischer, sehr wichtiger Aspekt, dass wir alle Leute satt machen, die auf diesem Globus leben. Und das ist tatsächlich vielleicht das Grunddilemma dieser Debatte. Vielleicht noch ja, machen Sie das. Eine Ergänzung zur Rinderhaltung. Ich habe vor etwa 40 Jahren meine Ausbildung gestartet und habe sehr gerne im Kuhstall gearbeitet. Da standen 30 Kühe, die waren alle angebunden. Und das ist eine Haltungsform, die wir heute gerade verbieten und die sie in modernen Kuhställen heute nicht mehr haben. Also auch da bitte genau hingucken. Es gibt wenig Schwarz-Weiß, es ist meistens bunt, das Bild. Und eine Kuh in einem Boxenlaufstall, in einem modernen, glaubt, die hat es besser als die Kühe, die ich damals betreut habe. Und auch denen ging es nicht schlecht. Auch für die hat man als Landwirt alles getan, was man konnte. Aber es ist auch eine Entwicklung, die man auch sehen muss. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, Sie hatten das angesprochen, die Problematik, dass halt immer mehr Menschen auf der Welt sind, die ernährt werden müssen. Ein Aspekt, den wir bisher noch gar nicht diskutiert haben, ist der Klimawandel und der auch das ganze, die ganze Landwirtschaft sehr beeinflussen wird. Zum einen dadurch, dass wir einfach durch Dürren oder durch Überflutungen viele Ernteverluste erleiden werden und zum anderen dadurch, dass durch die Veränderung der Temperaturen, durch die höhere Luftfeuchtigkeit, durch die höhere Temperatur selber
viel mehr Schadinsekten, auch nicht nur Schadinsekten, auch Schadpilze, also ganz andere Krankheitsbilder auftreten werden und relativ schnell auftreten werden. Und da ist halt auch die Frage, sind wir da wirklich gewappnet für? Und insofern ist es, finde ich, kommen wir wieder zu dem, zu der Grundaussage zurück, dass wir eigentlich alle Alternativen, alle Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, müssen wir uns offen, also finde ich, müssen wir uns offen halten und sollten jetzt nicht pauschal irgendwelche Sachen rausnehmen, nur weil wir denken, dass es nicht opportun ist. Also mein Plädoyer ist wirklich so breit wie möglich aufstellen, auch in oder gerade in Bezug auf die Herausforderungen, die jetzt mit dem Klimawandel kommen. Ich hätte noch eine Frage so ein bisschen in die Richtung. Jetzt besser. Mir ist nicht ganz klar geworden, was Sie unter Vorbeugung verstehen. Also im Pflanzenschutz kann ich mir ganz gut vorstellen, aber die Alternativen zum Pflanzenschutz sind für mich etwas ein bisschen schwammig geblieben. Können Sie dann noch mal ein bisschen was zu sagen, wie das pflanzliche Immunsystem funktioniert, wie man das stimulieren kann, was man an Vorbeugungsgeschichten machen kann? Mhm. Wenn Sie sagen, Sie wollen mit digitalen Dingen was machen, man kann monitoren. Was mache ich denn, wenn ich weiß, es kommt in 2 Jahren ein Kartoffelkäfer und frisst mir meine Kartoffeln auf oder was auch immer? Ja, ich kann vielleicht mal beginnen mit dem Stichwort pflanzliches Immunsystem. Also da sind wir heute sehr viel besser informiert, wie das überhaupt funktioniert. Ja, das heißt, wir wissen, wie die Pflanzen die Krankheitserreger wahrnehmen, welche Abwehrreaktionen die Pflanze dann anschließt und welche genetische Komposition sozusagen notwendig ist, damit die Pflanze das effektiv macht. Wir haben aber auch in dieser Forschung gelernt, dass viele der wirksamen Resistenzgene, die natürlicherweise in dem Genpool unserer Pflanzen drin sind, oft in den bei uns auf dem Acker stehenden Kultursorten nicht oder nicht in den besten wirksamen Formen vorhanden sind, weil sie im Züchtungsprozess verloren gegangen sind und zum Beispiel nur in wilden Vorfahren unserer Kulturpflanzen zu finden sind. Und weil man zum Beispiel jahrelang relativ einseitig auf ein Züchtungsziel Ertrag hingezüchtet hat und die natürliche Immunität ein bisschen vernachlässigt hat eine Zeit lang. Ja. Jetzt ist die Herausforderung, wie kriege ich das jetzt aus dieser Wildgerste zum Beispiel wieder in unsere Kulturgerste rein? Und das ist ein sehr sehr zeitaufwendiger, sehr teurer Prozess. Und das kann den konventionellen Züchter 10, 20 Jahre kosten, sowas zu machen. Und mit anderen Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, könnte man das sehr viel schneller machen. Nun ist da irgendwo dieses Stichwort Gentechnik dahinter. Und das ist meiner Meinung nach auch eine ethische Frage, die man sich stellen muss, wenn man diese Debatte schon aufmacht. Wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren haben und uns stehen solche Werkzeuge zur Verfügung, ja, nehmen wir diese Werkzeuge dann auch her, um schneller Lösungen zu finden, oder ignorieren wir diese Werkzeuge, obwohl sie zur Verfügung stehen, und greifen weiter auf herkömmliche Methoden, wie zum Beispiel den chemischen Pflanzenschutz, zurück. Und das ist eine Abwägungsfrage, die Gesellschaft mitentscheiden muss und wo sehr starke unterschiedliche Interessensgruppen agieren. Ja. In diesem Fall ist Vorbeugung Resistenzzüchtung. Also genau, in dem Fall ist Vorbeugung eine Pflanze, die ich nicht mit zum Beispiel chemischem Pflanzenschutz behandeln muss, weil sie von sich aus resistent ist. Und das ist meiner Meinung nach die nachhaltigste Art, Pflanzenschutz zu machen, weil ich brauche keine Pflanzenschutzmittel, keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Der Landwirt muss nicht behandeln, der hat weniger Arbeit, der hat weniger CO2, weil er nicht mit dem Diesel über den Acker fahren muss. Und das ist meiner Meinung nach die nachhaltigste Form, Pflanzenschutz zu betreiben. Und der reicht auch? Nein, jetzt möchte ich hier auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen. Die Nachfrage, ob das ausreicht, ist durchaus berechtigt. Also wenn ich jetzt bestimmte Resistenzen zum Beispiel etabliere, dann heißt es nicht, dass die Pflanze gegen alle Krankheiten gleich resistent ist, sondern sie wird in der Regel erstmal gegen eine Krankheit weniger anfällig sein oder resistent sein. Und es kann sein, dass ich immer noch gegen eine zweite Krankheit Pflanzenschutz machen muss. Aber ich werde weniger Pflanzenschutz machen müssen. Und wir haben diese politisch vorgegebenen Ziele und auch gesellschaftlich gefordert, auch zu Recht geforderten Ziele, chemischen Pflanzenschutz,
einzuschränken. Und das ist eines der Werkzeuge, das zur Verfügung steht. Ich kann vielleicht für meinen Arbeitsbereich noch ergänzen, dass wir auch an Methoden arbeiten, die zur Früherkennung geeignet sind. Das heißt also, dass wir zum Beispiel optische Erkennung von Schadinsekten vorantreiben, wird auch in anderen Bereichen genutzt, aber ist für uns auch sehr wichtig. Oder dass wir, ich habe es eben schon mal gesagt, die künstliche Nase entwickeln. Wir haben viele Schadorganismen, die Duftstoffe absenden. Oder wir haben den Fall eben mit den Bäumen gehabt, wo der Käfer drin sitzt. Es gibt eine heimische Art, die auch Löcher in die Bäume macht, aber bei weitem nicht so schlimm ist. Aber man muss entscheiden, ist das jetzt der Käfer oder nicht. Und das sieht man nicht, weil der im Baum drin sitzt. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir dieses Genaxel, den Fraß, den die Larven ausstoßen, da können wir die DNA bestimmen und sagen, er ist es oder er ist es nicht. Der Baum kann stehen bleiben oder er muss gefällt werden. Und Sie sehen also auch in den Bereichen gibt es Entwicklungen, die durchaus interessant sind. Das können aber auch, also ergänzend zu den, was Sie gesagt haben, es können auch ganz einfache, also banal klingende Sachen sein. Wir haben zum Beispiel als BASF, aber es gibt das auch von Landwirtschaftskammern, also Apps entwickelt für den Landwirt. Das ist einfach eine App auf dem Handy und die App sagt, also er gibt er dann halt ein, ich baue Weizen an oder was auch immer, lebt genau in der Region. Und allein, was man über die Wetterdaten und die historischen Daten über künstliche Intelligenz, was man da vorhersagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zum Beispiel Pilzbefall jetzt auf dem Acker passiert oder nicht passiert, wann der beste Zeitpunkt ist, wenn man weiß, es kommt Pilzbefall, wann ist der beste Zeitpunkt, die Applikation von Pflanzenschutzmitteln zu machen, dass man auch nicht spritzt, wenn Wind ist, sodass es zum Nachbaracker geht. Da gibt es Studien, dass 50% der Pflanzenschutzmittel allein durch die Anwendung solcher App-Systeme eingespart werden können. Also da gibt es relativ viele Technologien, die in die richtige Richtung gehen. Wir haben noch zwei Meldungen. Eins. Es ist erstaunlich, mit welchem wissenschaftlichen Aufwand man dem Ziel versucht, näher zu kommen, die Weltbevölkerung zu ernähren, die ja im Ansteigen begriffen ist. Ich fürchte, dabei gehen wir etwas eurozentrisch vor. Diese wissenschaftlichen Bedingungen, die wir hier haben und die landwirtschaftlichen Strukturen, die wir haben, unsere Klimasituation, die wir hier haben, das führt nicht direkt zur Ernährung der Weltbevölkerung, denn die Weltbevölkerung sitzt draußen. Wir sind nur ein ganz kleiner Teil davon und überall sonst herrschen andere Bedingungen. Das heißt, wir sollten versuchen, vielleicht mehr versuchen, die Reichtümer, die hier an Erkenntnissen gewonnen werden, hinauszubringen und auch anzupassen an andere Verhältnisse. Da gibt es relativ wenig Institutionen, die das tun. Ich kannte zufällig das Internationale Reisforschungsinstitut IRI in Manila, Philippinen. Das sind solche Institutionen, die das versuchen. Also da fehlt mir ein bisschen das Bindeglied, dass man diese, wie gesagt, Reichtümer, die ja da sind, wissenschaftliche Reichtümer und Methoden, versucht anzupassen. Es gibt ganz andere Früchte in der dritten Welt, anderes Klima und so weiter. Also diese Brücke, wir nehmen immer Bezug zur Weltbevölkerung, aber die Brücke fehlt mir etwas. Und dazu muss man sagen, der Anstieg der Weltbevölkerung hängt ganz stark davon ab, dass die familiären Verhältnisse, die Armutsverhältnisse verbessert werden. Die Kinderzahl pro Familie nimmt sehr schnell ab, wenn die Versorgung besser gesichert ist. Das heißt, da ist eine direkte Rückkopplung auch noch zu erwarten. Ich kann vielleicht für die Wissenschaft da eine Lanze brechen. Es ist jetzt nicht so, als würde die europäische Wissenschaft sich nur mit europäischen Kulturpflanzen beschäftigen, sondern es wird durchaus im öffentlichen Sektor sehr viel Forschung gemacht, die dann auch Kulturpflanzen in Entwicklungsländern und so weiter zur Verfügung steht. Und im öffentlichen Bereich wird das in der Regel auch patentfrei zur Verfügung gestellt, sodass es dann wirklich eben auch für Drittstaaten nutzbar ist. Und wir arbeiten zum Beispiel an Pathogenen, die auch Bananen befallen,
Ich kenne Kollegen in Düsseldorf, die sehr stark an Reispathogenen arbeiten und da tolle Technologien zur Verfügung gestellt haben, die jetzt auch demnächst wahrscheinlich genutzt werden, wenn auch vielleicht nicht in Europa, wo ja auch zum Teil Reis angebaut wird, aber diese Technologien werden in Asien zum Beispiel oder auch in Übersee, USA, anders aufgefasst und schneller in die Entwicklung und in die Praxis umgesetzt als in Europa, das muss man auch sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von globalen Unternehmen, wie wir das auch sind, dass man ein oder zwei Forschungszentren hat und dass man die Sachen, die dann häufig in den Regionen wie USA oder Europa, die da funktionieren, die man da testet, weil da auch mehr finanzielle Unterstützung ist und die Landwirte auch besser ausgestattet sind, dass man die dann auch danach in andere Regionen bringt. Also ich glaube, das ist in dem Fall ein globales Unternehmen zu sein, was wirklich die Forschung zentral hat und dann auf die Welt verteilt, ist in dem Fall wirklich von Vorteil. Meine Frage schließt sich eigentlich genau an und zum Teil haben Sie sie jetzt schon beantwortet. Ich wollte noch mal fragen, globale Ernährungssicherheit wird ja nicht dadurch gewährleistet, dass hier die Produktion erhöht wird, weil das ja normal eine Frage der Kaufkraft ist und da haben die Armen und Hungernden wenig von. Und die Frage ist eben, wenn die technischen Lösungen vor allem von der Industrie entwickelt werden, können sich ja die Landwirte in den Entwicklungsländern das oft auch nicht leisten und noch schlimmer, es wird Saatgut entwickelt, was hochproduktiv ist und wirklich besser ist, aber dann eben zum Beispiel nicht mehrjährig genutzt werden kann, sondern jedes Jahr wieder neu gekauft werden muss, was die Landwirte sich dann nicht leisten können. Also meine Frage, Sie sprachen jetzt die öffentliche Forschung an, das wäre eine Lösung, aber sehen Sie auch Sie als Industrievertreterin, sehen Sie auch Möglichkeiten dazu beizutragen, zur globalen Ernährungssicherheit? Ja, das machen wir auch. Wir haben ja auch viele Projekte mit verschiedenen Entwicklungsländern, wo wir unsere Technologien zusammen auch mit dem BMEZ oder anderen Organisationen, also nicht nur als Firma alleine, sondern häufig im Verbund, entweder mit anderen Firmen oder mit öffentlichen Organisationen, wo wir die Technologien versuchen, in andere Regionen auch weiterzubringen. Also das läuft. Man kann natürlich immer sagen, das könnte mehr sein. Aber solche Ansätze gibt es durchaus. Eine letzte Frage. Dann muss ich ja fast den Loop schließen. Ich würde noch ein paar Aspekte einbringen wollen. Es sind Themen, die uns auch sehr unter den Nägeln brennen. Also ich bin hier in der Rolle auch Sprecherin Allianz der Ernährungswirtschaft für die Fraunhofer Gesellschaft. Und manchmal frage ich mich, ist es wirklich so, dass wir so viel auch an komplett neuen Technologien erfinden und entwickeln müssen oder auch nicht vielleicht einfach an vielen Stellen wieder zu alt bewerten, an vielen Stellen zurückkehren und es wiederentdecken. Und ich möchte einfach nur ein paar Aspekte für den Schluss noch mitgeben. Also viele Pflanzen, viele Gemüsesorten, die wir früher konsumiert haben, haben ja sehr wertgebende Inhaltsstoffe gehabt, die der eigenen Verteidigung gedient haben. Sekundäre Pflanzenstoffe, die dazu da waren, sich auch gegen Fraßfeinde oder irgendeinen Befall zu schützen. Nun kommt ein bisschen, vielleicht sinnig zusammen, dass ich zudem auch Sinnesforscherin bin und dass die bunte Welt der Aromen und auch der Geschmacksstoffe oder auch der Bitterstoffe ist, die oft mit diesen sekundären Pflanzenstoffen einhergeht. Und es hat mich immer unfassbar fasziniert, dass wir mit Substanzen zu tun hatten, die einerseits den Pflanzen zu ihrer Gesundheit gedient haben und andererseits unsere sensorische Welt durchaus bereichert haben. Also wir haben früher in der Menschheitsgeschichte viel mehr Bittergemüse beispielsweise konsumiert, die für uns auch gesundheitliche Wirkungen haben können und entfalten können. Und vielleicht müssen wir auch einfach mal wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken, solche Dinge wieder zu explorieren und wieder stärker zu nutzen. Andererseits haben wir neue Technologien heute, die wir zusammenbringen können. Also es gibt natürlich durchaus auch Pflanzen, die vielleicht dann so stark beladen sind mit sekundären Pflanzenstoffen, dass sie dann doch nicht ganz genießbar sind, die aber eine hohe Wertigkeit haben können, wo wir heute Verfahren haben, dass wir solche Pflanzenstoffe auch abreichern können aus dem Erntegut und für andere Anwendungsgebiete wertschöpfen und erschließen können, zum Beispiel für technische Anwendungen. Auch dazu gibt es aktuelle Forschung
wo eben zum Beispiel unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe gewonnen werden und in ganz andere Anwendungsbereiche gehen. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist eine viel systemischere Wertschöpfung und Wertschätzung. Und auch gut zu fragen, wo sind tatsächlich die ganz, ganz großen Herausforderungen? Liegen die nicht vielleicht auch oft gar nicht so sehr daran, noch mehr zu produzieren, noch mehr zu produzieren, noch mehr anzubauen, sondern besser zu verwerten? Und ich möchte hier auf Projekte eingehen, die wir mit dem globalen Süden haben, wo wir oft staunend lernen, also auch in vielen Ländern Afrikas, dass es temporär regional oft sehr wohl sehr hohe Produktionsmengen gibt, Ernteerträge, aber es gibt nicht die Lösungen, die maschinellen, die technologischen Lösungen, um temporäre Übererträge gut zu verarbeiten, haltbar zu machen, in eine haltbare Form zu überführen. Ganz zu schweigen davon, dass es oft gar nicht mal die Verpackungslösungen oder die Bevorratungslösungen gibt. Und ich denke, worüber wir essentiell nachdenken müssen, ist auch solche Dinge, die wir ein Stück weit nicht mehr so im Bewusstsein haben, im Sinne der Resilienz und Souveränität wieder neu zu denken und zu erfinden. Das sind die Themen auch Bevorratung, Lagerhaltung und Veredelung von agrarischen Gütern. Und das ist so, sind noch ein paar Gedanken, die ich so zum Schluss mitgeben wollte. Vielen Dank. Sie dürfen gleich mit Ihrem Applaus weitermachen, denn an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich danken unseren drei Referentinnen und Referenten, Frau Kratt, Herrn Hückelhofen, Herrn Schäfer. Ein ganz herzliches Dankeschön mit einem großen Applaus, bitteschön. Ja, zum Abschluss dieser Veranstaltung auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren, an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, ACATEC, und der Katholischen Akademie in Bayern, sowie den Gastgebern heute, nämlich dem Deutschen Museum in München. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Ihre Mitarbeiter im Bereichen der konzeptionellen Entwicklung und des logistischen zur Verfügung stellens haben es überhaupt erst ermöglicht, dass diese Veranstaltung in Präsenz und auch im Stream stattfinden kann. Ihnen ganz, ganz herzlich Dankeschön für Ihr Kommen. Kommen Sie gut nach Hause und Ihnen zu Hause ebenfalls einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.